Was können wir machen, wenn wir in PowerPoint eine Grafik einfügen wollen, die sich nicht in den vorgefertigten Formen wiederfindet? In diesem Fall hilft uns die Freihandform. Und die Freihandform finden wir unter Einfügen, Formen und hier unter Linien ist das zweite Symbol von rechts. Das wählen wir mal aus und können jetzt irgendwo auf der Folie mal einen Linksklick machen. Und sobald wir den Linksklick machen, aktivieren wir die Freihandform. Und hier seht ihr schon die Linie. Und sobald ich nochmal klicke, setzen wir einen weiteren Punkt. So, und das können wir jetzt weiterführen. Ich klicke wieder mit der linken Maustaste, setze hier noch einen Punkt, da noch einen Punkt, da noch einen Punkt und male mal im Prinzip die Grafik, die ich auf der Folie haben will. So, ich hangel mich mal da Klick für Klick zu meiner Grafik. So, und wenn ich den Endpunkt erreicht habe, dann schließt sich die Grafik quasi und PowerPoint sagt uns, okay, wenn du jetzt nochmal klickst, dann hast du die Form vollendet. Oder du drückst Escape, um diesen Modus zu beenden. Aber wir wählen mal die erste Option. So, klicken hier, weil wir die Form hier vollendet haben und sehen, ich habe hier einen wunderschönen Fisch gemalt. Diesen können wir jetzt auch noch optimieren. Also wir haben einmal die Freihandform gemalt und wir können jetzt im Nachgang per Rechtsklick diese markieren und auf Punkte bearbeiten gehen. Und dann öffnen sich alle Punkte, die wir gesetzt haben. Und diese können wir jetzt beliebig verschieben. Das heißt, wir können einzelne Punkte verschieben. Wir können auch Punkte, wo es zu eckig ist zum Beispiel, können wir mit einem Rechtsklick versehen und sagen, Punkt glätten. Dann glättet sich der Punkt hier ein bisschen. Hier machen wir das gleiche, Rechtsklick, Punkt glätten. Wir können dann auch hier an diesen weißen Hebeln quasi die Glättung bzw. die Rundung des Punktes bestimmen. So, wir können noch ganz einfach mit der linken Maustaste auf die rote Linie klicken, um noch einen Punkt hinzuzufügen. Das gleiche können wir auch mit einem Rechtsklick machen, Punkt hinzufügen und schon haben wir da einen. So, wie gesagt, wir glätten mal hier ein paar Punkte. So, gehen das mal ganz entspannt durch. Rechtsklick, Punkt glätten. So, und schon sieht der Fisch doch ein bisschen fischiger aus. Und mit ein bisschen mehr Fantasie, wenn man sich jetzt hier mal ein Auge einfügt, einen Kreis einfügt in weiß und da drin noch einen schwarzen Kreis platziert. So haben wir doch einen wunderschönen Fisch gebaut. Und die Funktion des Punktebearbeitens können wir übrigens auch auf die vorgefertigten Formen von PowerPoint anwenden. Dafür markieren wir die Form mit einem Rechtsklick und klicken auf Punkte bearbeiten. Und schon können wir hier die schwarzen Punkte beliebig ziehen, die Rundung dieser Punkte verändern oder einfach mit der linken Maustaste auf die rote Linie gehen und so einen weiteren Punkt hinzufügen. Den hier können wir mit einem Rechtsklick versehen und glätten und wir können uns so ganz eigene, ganz individuelle Formen bauen. Oder auch bestehende Formen wie diesen Pfeil zum Beispiel nach unseren Belieben anpassen, indem wir zum Beispiel die Spitze des Pfeils glätten und mit Steuerung und Shift hier die weißen Vierecke mal bedienen, um diesen noch runder zu machen. Falls dir dieses Video gefallen hat, hinterlass gerne ein Like und abonniere unseren Kanal, falls du regelmäßig neue Videos über PowerPoint und Präsentationsdesign erhalten willst. Und lass uns jederzeit in den Kommentaren wissen, was dich an PowerPoint und Präsentation am allermeisten nervt. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Ralf.